Hallihallo miteinander. Ich habe vorhin hier mal vor mich hingebastelt und habe diese Karte gemacht, so einen kleinen Auflieger. Und den wollte ich jetzt mal mit euch zusammen machen. Ich habe das hier schon ausgestanzt. Diesmal habe ich es ein bisschen dünner genommen. Es ist Kraftpapier, das ist ein bisschen dickeres Kraftpapier. Das ist das Aquarellpapier von Action. Und hier die Standschablone, ich habe keine Ahnung, wo die her ist, habe ich geschenkt gekriegt. Habe ich auch schon bestimmt 1,5 Jahre. Und dann dachte ich, jetzt mache ich mal was damit. Und weil ich das vorhin alleine gemacht habe, habe ich gedacht, mache ich doch mal schnell ein Video, damit ihr seht, wie ich das gemacht habe. Hier irgendeinen Hintergrundstempel nehmen. Aber anfangen tue ich mit dem Sprühen, was ich gemacht habe. Hier ist mein wunderbarer, teurer, selbstgemachter Karton. Das sieht hier schon ein bisschen wild aus, aber ist egal. Und dann nehme ich hier dieses Peacock Feather. Und was habe ich denn vorhin noch genommen? Dieses hier. Und dann habe ich noch Bronze genommen, was man gar nicht wirklich gesehen hat. Das ist da, Moment, ich zeige es euch. Hier so am Rand. Aber, also ich kann es glaube ich mit der Kamera nicht gut einfangen. Also ich sehe es jetzt nicht, ob ihr das sehen könnt, dass hier Bronze drauf ist. Und benutzt habe ich es aber. Und ich mache das, wie gesagt, jetzt mal mit euch zusammen. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn noch da für eine Farbe genommen? Ich glaube nur diese hier. Ich habe noch ein anderes Blau. Moment, Moment, Moment. In meinen ganzen Distress-Farben habe ich doch noch ein anderes, was ich benutzt habe. Dieses hier. Und damit fange ich jetzt an. Und dann sprühen wir das jetzt mal hier einfach so ein bisschen drauf. Und dann habe ich von diesen hier noch mal was drauf gesprüht und das hat sich echt hübsch miteinander verbunden. Könnt ihr das sehen? Wie das jetzt ineinander läuft? Sieht echt schön aus. Und Achtung, jetzt muss ich erstmal. Ich wollte diesmal übrigens, was ich vorhin nicht gemacht habe, hier noch mit meinem Distress Glaze was machen. Jetzt muss ich nochmal den Stecker reinmachen von meinem Embossing-Föhn. Achtung für die, die Katzen auf dem Schoß haben. Wird gleich laut. So. Noch mal ein bisschen, obwohl es ja hier noch nass ist, hier so in das Gesicht noch ein bisschen rein. Habe ich hier eigentlich ein Zewa gehabt und das mein neues. Und dann tupfen wir hier mal so ein bisschen drin rum. Dieses Bronze sieht man immer gar nicht wirklich, wenn ich es auf Farbe gemacht habe. Aber ich mache es trotzdem.
man das tatsächlich ein bisschen doller. Könnt ihr sehen, ne? Jetzt sieht man es doller. Ich werde mal gleich trotzdem noch mal ein bisschen von dem Kellen hier drauf sprühen. Und dann nehmen wir noch mal ein bisschen Blau. Und schön. Bronze und Föhn. Kann man das Bronze auf jeden Fall besser sehen als in dem vorherigen. Aber eigentlich nicht doll genug, ne? Ich muss ihn, glaube ich, noch mal ein bisschen. Es kriegt ja so eine schöne Patina, denn das sieht ja dann so aus wie Blau-Bronze. Hilft viel. Und dann nehme ich von dem hier und mache nur so Sprenkel drauf. Und die lasse ich jetzt einfach mal trocknen, während ich mache gerade ein Video. Wie gesagt, das lasse ich jetzt mal kurz trocknen. Dann gucke ich mal hier. Ich glaube, ich nehme diesmal einen anderen Stempel. Ich muss noch mal gucken hier mit den 25, die ich hier habe. Und zwar werde ich diesen nehmen. Hier, den. Den hier oben. Geht da oben hin. Brauchst mir jetzt nicht geben, während ich ein Video mache, mein Süßer. Darf ich bitte... Moment mal, ich muss mal eine Pause machen. So, sorry, ich habe jetzt nicht gemerkt, dass ich noch nicht wieder das Video angemacht habe, während ich hier gestempelt habe. Gestempelt habe ich hier mit den Wörserfein Braun. Jetzt mache ich mal hier noch so ein bisschen... sauber machen. Ja, wie gesagt, Entschuldigung. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt Gespräche im Video mit meinem Sohn führen. So. Den hätte ich jetzt hier nicht ganz so doll machen müssen, aber es macht ja nichts. Und während ich mit meinem Sohn geredet habe, ist wahrscheinlich das hier oben auch getrocknet. Fast. Den hier habe ich ja erhöht aufgebracht, aber der ist schon sehr hoch. Guckt mal. Also den hier werde ich jetzt direkt aufkleben. Und ich föhne den mal noch. Und hier auch.
habe ich noch ein bisschen mit Distress Ink Vintage Photo. Wo ist mein Papier geblieben? Ach, mein wunderbares. Ach, egal, mache ich hier. Mache ich sauber. Hier noch bin ich noch die Ränder ran, lang gegangen und dann habe ich auch in der Mitte noch was gemacht. Dann sprühe ich da gleich auch noch ein bisschen von dem Blau drauf. Im Moment habe ich es ja so ein bisschen mit dem Vintage. Finde ich gerade sehr ansprechend. Vorhin habe ich noch was gebastelt, was ich nicht zeigen konnte, weil ich es für eine Freundin gemacht habe. Ich hoffe, ihr gefällt es. Ist auch schon auf dem Weg zu ihr. So, und den hier habe ich auch die Ränder eingeinkt. Bei dem, den habe ich doppelt geklebt. Also habe ich noch ein zweites Seepferdchen ausgestanzt und habe den doppelt geklebt. Mache jetzt aber nicht. Also ich finde, mit diesen Farben, mit diesen Sprayfarben, kann man echt tolle so Patina-Effekte erzielen. Ich zeige euch das gleich auch nochmal. Und warum ich jetzt übrigens keine Videos gemacht habe, wir hatten ja einen Wasserschaden, als unsere ein Jahr alte Waschmaschine von Samsung unten Wasser rauslief. Also nicht aus den Schläuchen, sondern lief unten raus. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir sie über Amazon gekauft. Und es lief auch relativ schnell und problemlos. Jetzt haben wir den Raum, den Hauswirtschaftsraum, ist so ein kleiner 6 Quadratmeter Raum, der vor einem Jahr neu gemacht wurde, weil wir ja dann eine neue Heizung gekriegt haben. So sieht der jetzt aus. Ich finde das ja sehr cool. Hatten wir ja gerade gemacht, mussten wir das ganze Laminat rausmachen, weil es aufgequollen war von unten. Schöner Schaden und haben das jetzt gefliest. Also es hat mein Mann weitestgehend gemacht, weil ich konnte da nicht helfen. Und ja, und deswegen habe ich keine Videos gemacht, weil ich beschäftigt war mit der Renovierung. Dann habe ich den Raum ausgeräumt. Heute habe ich ihn wieder eingeräumt. Waschmaschine läuft, die neue. Fliesen sind drin, verfugt ist. Die Ecken sind gemacht. Jetzt fehlen nur noch neue Haken für die Arbeitsklamotten von meinem Mann, die immer hinten im Hauswirtschaftsraum sind. Und wie ihr sehen könnt, habe ich immer jetzt hier überall noch zusätzlich Kleber. Zum Glück ist es der Kleber von Action. Der halt nicht klebrig ist, wenn er trocken ist, sondern durchsichtig, weil ich das nicht sehe. Und ja, ich habe eine Brille auf und ich kann es trotzdem nicht gut. Und ja, ich könnte natürlich dieses doppelseitige Klebeband, was ich habe, da drauf kleben und es dann ausstanzen. Liegt auch genau hier in der Schublade vor mir, also ich, ist nicht weit weg. Genauso übrigens wie mein Mussingkissen. Ich zeig's mal kurz. Was ich ja auch immer gerne vergesse. Und wie gesagt, ja, ich weiß, dass ich dieses Papier habe, dieses doppelseitige, was es mir viel einfacher machen würde. Aber ich vergesse es immer, dass ich es habe. Das ist hier übrigens das Teil, was ich bei Craftelier bestellt habe, wo ich jetzt gerade eben hier schön die Nadel verbogen habe. Finde ich jetzt nicht so super, wie ich es mir erhofft habe, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, weil irgendwie verklebt es ständig. Was ja eigentlich nicht der Fall sein sollte, weil da ja die Nadel drin ist. Aber trotzdem tut es das und es geht mir auf den Zeiger. Seht ihr ja schon wieder irgendwie verstopft. Ich bin da ständig dabei, das mit der jetzt verbogenen Nadel wieder frei zu machen. Das
habe ich natürlich so, sollte das nicht sein. Und ich weiß nicht warum, weil unten ist kein Kleber drin. Aber es ist ständig und permanent ist es irgendwie zu nervig. Soll so nicht sein. So. Nochmal hier. Und dann hoffe ich, dass ich überall Kleber drauf habe, weil ich das ja jetzt direkt drauf klebe. Hier lasse ich es ein kleines bisschen übergucken. Und dann fällt mir jetzt, wo wir gerade schon fast fertig sind, ein, dass ich ja eigentlich noch mit dem mit dem Distress Glaze was machen wollte und das werde ich auch jetzt gleich noch wenigstens so ein bisschen punktuell machen. Das zeige ich euch mal. Moment. Jetzt muss ich mal kurz hier aufstehen. Und da ist er. Hier habe ich den Embossing Dabber. Das ist so wie ein Embossing Stempelkissen. Für die, die nicht immer regelmäßig meine Videos gucken. Und den werde ich jetzt mal hier quasi so ein bisschen benetzen. Jetzt habe ich das natürlich nicht nur auf dem... Aber jetzt brauche ich Tatsache... Ups, nehme ich mal das hier. Also es ist jetzt nicht nur auf dem Seepferdchen vermutlich. Was aber nicht jetzt so dramatisch ist. Weil alles, was da drunter ist, kann man trotzdem noch sehen. Zeige ich euch gleich. Und dann föhnen wir das mal. Glänzt es und ich werde das gleich mal noch ein bisschen gucken, welche Farbe ich noch nehmen könnte. Und zwar entweder nehme ich diese hier die so ein bisschen rötlich ist oder ich nehme diese hier. Das werde ich jetzt hier quasi noch mal extra jetzt hier so rüber machen, nicht überall. Und dann sprühen ja, mache ich das hier rüber. Wieder zurück. Und
Föhn hier mal. So sieht es jetzt aus. Finde ich auch ganz cool. Wobei es wahrscheinlich noch hübscher gewesen wäre, wenn ich dann Tatsache nur auf dieses Seepferdchen gemacht hätte, aber ist auch okay. Ja, so sieht es jetzt aus. Und jetzt glänzt es total schön. Gucken. Meine Kamera kriegt das nicht so richtig rein. Ne? So, zwei verschiedene Varianten. Wobei, das ist doch besser. Das ist okay, aber ich hätte das Seepferdchen machen sollen, bevor ich das aufklebe. Aber das habe ich wieder mal vergessen in meinem Brausekopf. Das wäre dann noch besser gewesen. So. Ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Anregung geben. Und ich wollte hier übrigens auch noch diesen blauen Sprenkel drauf machen. Also muss ich nochmal machen. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber gut. So sehen die unterschiedlichen Varianten jetzt aus. Das ist doof. Ja, es ist doof. Aber das kennt ihr ja, ne? Aber den hier finde ich schön. Das habe ich jetzt gerade ruiniert. Ja, na gut. Das kann ich doch so nicht lassen, ne? Aber wenn ich jetzt könnte, dann würde ich es hier einfach so ein bisschen ausschneiden. Ich versuche das mal. Aber ich bin nicht gut im Ausschneiden. Also, da kommt gerade wieder mein junger Padawan die Treppe runter. Bübi, wir können gleich reden, wenn ich fertig bin, okay? Ich bin ganz furchtbar im Ausschneiden. Ja, man soll die Schere drehen und nicht die... Ja, ich bin nicht gut im Ausschneiden, aber das finde ich jetzt doof und deswegen muss ich das jetzt nochmal anders machen. So kann ich das nicht lassen. Ist ja mal wieder ein typisches Anja-Video, ne? Hab was gemacht und wollte es eigentlich anders und muss es dann während des Videos nochmal umändern. Naja. Wir sollen mal hier bei Tradition unsere Tradition nicht ändern. Ne? So, also wie gesagt, ich weiß, dass man irgendwie die Schere nur dreht und dann schneidet, aber ich kann das nicht gut. Und liegt auch daran, dass ich nicht gut genug wahrscheinlich sehe dafür. Ich weiß es nicht. Ich bin zu doof dafür. Aber man muss auch nicht alles können. Und jetzt bin ich viel zu dicht dran. Das kann wahrscheinlich mein 14-jähriger Sohn besser. Jetzt bin ich ja schon gemein, ne? Weil mit 14 kann man es ja, wenn ich jetzt 4 gesagt hätte, wäre es noch realistischer. Aber 4-Jährige können auch schon besser schneiden als ich. So, ich habe noch keine Idee, was ich damit jetzt gleich mache, aber so konnte ich es nicht lassen. Es hat mich jetzt gestört. Es war doof und damit habe ich das ja irgendwie ruiniert. So. Macht es jetzt nicht wirklich besser, ne? Eigentlich nicht wirklich besser damit gemacht. Na gut. Ich mache das nochmal. Ihr habt ja Zeit, ne? Ihr könnt vorskippen, wenn ich das jetzt gleich nochmal mache, aber so geht es nicht. Das schneide ich jetzt hier mal aus.
Also machen wir es nochmal. Einmal vor und einmal zurück. Irgendwo hier liegt, da ist es. Ja, wie gesagt, das kann ich jetzt so nicht lassen. Und weil ich wollte euch das ja mit diesem Distress Glaze auch zeigen und das macht ja einen falschen Eindruck. Das ist nämlich echt toll. Für die, die meine Videos ja regelmäßig gucken, wissen ja, dass ich so eine Prickelnadel hatte mit einem rosanen Griff. Und dann habe ich hier meinen Arbeitstisch aufgeräumt und ich habe tatsächlich seitdem den ja schon des Öfteren aufgeräumt. Ich habe das nie wiedergefunden. Ich habe keine Ahnung, wo diese tolle Prickelnadel geblieben ist. Ich weiß gar nicht, ob das Ding Prickelnadel heißt. Jedenfalls so ein hier zum eigentlich habe ich das gehabt zum fürs Quilling. Habe ich ja ganz viel Zeug, mache ich ja im Moment auch nicht. Ja. Und ich habe den nicht wiedergefunden. Also, ich meine, ich habe den Tisch wirklich komplett leer gehabt. Also, mal abgesehen von den ganzen Schubladendingern, die ich hier drauf habe. Und ich habe den nicht wiedergefunden. Der ist weg. Also, und Boden abgesucht, nicht wiedergefunden. Kennt ihr das auch? Echt merkwürdig, oder? So, also, den packe ich mal hier hoch. Dann muss man meine Selter wegmachen. Und da ist er. Und dann sprühen wir jetzt nochmal, weil es so schön war. Machen wir das jetzt einfach noch ein zweites Mal. Und ich sprühe zuerst diese. Wieder oben drüber, damit die diesmal ein bisschen dunkler ist. Und Föhn, Achtung! Sprühen wir noch mal Bronze. Vorhin hat ja in meiner Gruppe jemand gefragt, ob ich nicht ein Live-Video mache. Aber da ich ja gar nicht, das ist ja in der Woche, sind die meisten bestimmt arbeiten oder die, die Urlaub haben, weil verlängertes Wochenende oder Pfingsturlaub. Ein bisschen, wahrscheinlich weil das hier auch schon 500 Lagen hat. So, ich sprühe noch mal von dem.
habe jetzt extra ein bisschen mehr von den Bronze gemacht, weil ich nämlich jetzt gleich von dem Driss Glaze was drauf machen will und testen will, ob dann immer noch der Effekt von dem Bronze durchkommt. Und ja, ich mache das jetzt überall rauf, damit der überall glänzt. In der Hoffnung, dass gleich das Bronzefarbene dann noch durchkommt. Und Papier. Und ich nehme dieses Blau. Und wenn es nicht funktioniert, dann wissen wir wenigstens jetzt zusammen, dass es nicht funktioniert. Aber ich hoffe, dass man den Bronze, also dieses Patina-Blau, dass das damit dann durchkommt. Und ja, ich hätte das natürlich testen können, bevor ich ein Video mache. Aber ich mag das ja mal, so eine Sache mit euch zusammen zu testen. Also damit ihr gleich auch seht, ob es funktioniert. So. Achtung, das wird übrigens heißer als das normale und es geht und es sieht toll aus. Also hoffentlich sehen, wie cool dieser Vintage Patina Look aussieht. Also wirklich schön. Hier muss ich noch mal das Näschen ein bisschen nachföhnen. Ja, finde ich sehr cool. Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat. Jetzt muss ich noch mal kurz die kleine Stanze rausnehmen. Und dann nehme ich noch mal. Wo habe ich das denn? Das Papier. Habe ich das hier wieder reingemacht? Nee. Ich nehme einfach das Deckblatt. Ich weiß nicht, wo ich das Papier gerade hingelegt habe. Das ist übrigens der Block von Action. Und ich hoffe, ich habe es jetzt richtige Größe geschnitten, ja. Und hier rüber. Und mein Arbeitstisch sieht wieder aus wie, ja, wie immer, ne? Und ich bin ganz froh, dass ich jetzt immer mal Sachen benutze, die ich schon
Ah, guck mal, hier hätte ich auch nutzen können, ne? Die ich schon 100 Jahre habe und nicht benutze. Gucken. Dann nehmen wir einfach mal den Stempel hier als Hintergrund. Und ich nehme das Braun. Sauber machen. Und dann natürlich wieder die Ecken machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier trotzdem noch hinkriege. Bestimmt so ein bisschen wenigstens. Ach herrje, Pinsel. Hört ihr das? Irgendwas sehr Dramatisches. Vermutlich kann man den Boden vom Fressnapf sehen. Aber das geht hier nicht so wirklich. Nur so ein bisschen. Pinselchen, was ist passiert? Was? Komm mal schnell her. Jetzt kuschelt er erstmal mit dem Hund. Ja, mein Süßer, na? Was ist denn los, hm? Was ist los, Süßer? Gucken, ob er gleich hochspringt, dann könnt ihr den rot getigerten sehen. Nicht an der Farbe schnuffeln, sonst bist du high, Süßer. Oh, nicht an der Farbe schnuffeln. Das ist bestimmt nicht gesund für dich. So. So sieht es jetzt aus. Und da werde ich den auch noch drauf machen. Sauber machen. Das passt nämlich besser, ne? Wenn ich hier ein bisschen von dem drauf sprenkel. So. Ja, den föhne ich jetzt. 40 Minuten dafür, dass ich euch kurz was zeigen wollte. Hier an die Seite, damit mein kleines Katerchen, der übrigens nicht so winzig klein ist, aber auch nicht so riesengroß. So, der kommt hier rauf. Ich muss mal gucken, ich habe ja hier von Action diese Kraftpapier mit Kuvert, wie gesagt, von Action. Und
Wobei, guckt mal, das hier innen ist doch nicht schön, oder? Also, das finde ich nicht sehr gelungen. So, und dann muss ich jetzt mal hier der Kater. Da mache ich jetzt auch ein paar Sprenkel drauf, oder? Machen wir mal ein paar Bronzesprenkel. Ja, wie gesagt, ich finde die Farbe von diesen Dingern hier innen nicht schön. Deswegen werde ich die auch nicht nochmal kaufen. Aber jetzt habe ich sie und dann benutze ich sie natürlich auch. Und von dem Blau sprenkel ich auch noch ein bisschen rein, aber erstmal föhne ich kurz. Pinselchen, was ist denn passiert? Scheint was sehr Dramatisches passiert zu sein. Und ich bin mir übrigens sicher, dass der Napf nicht leer ist, weil den habe ich nämlich aufgefüllt, gerade vor einer Stunde. Und auch wenn wir vier Katzen haben, ist der dann nicht leer. Unter Normalumständen würde ich die Farbe übrigens abtupfen, mit, wie ich es ja schon öfter gemacht habe und ihr es schon öfter von mir gesehen habt. Aber wenn ich das bei dieser Farbe hier mache, dann ist die Farbintensität von diesem Blau nicht mehr so gegeben. Und guck mal, jetzt könnt ihr sehen, das Bronze glitzert schön. Und ich finde das in Kombination mit diesem Blau wirklich gelungen. So, und jetzt dachte ich mir, ich werde das jetzt schräg aufbringen. Ich werde meinen Monk quasi mal volle Lotte quälen und werde das schräg aufbringen. Das muss er jetzt mal können. Also, Monk, schweig und dann drehe ich das um und benutze dieses Teil hier. Damit der Kleber sich schön noch verteilt. Das habe ich hier absichtlich übrigens gelassen, damit es ein bisschen hochkommt, dass ich da kein Kleber drauf gemacht habe. Ich dachte, so einen kleinen 3D-Effekt. Und übrigens, falls ihr euch erinnert, habe ich darüber geredet, dass ich diese doppelseitige Folie habe, dass die mir es viel einfacher machen würde, das mit dem Kleber und
habe ich gerade drüber gesprochen und habe schon wieder vergessen, dass ich die habe. Ich hätte ich ja ohne Probleme nutzen können. Jetzt habe ich echt sehr nervig, dass ich das kaputt gemacht habe. Und habe es wieder vergessen. Was eindeutig meinem Siebhirn und vermutlich auch dem kleinen Schlaganfällen, die ich hatte, geschuldet ist, dass ich tatsächlich so eine Sachen auch vergesse. Und es mir jetzt nur deswegen einfällt, weil ich jetzt hier wieder mich damit rumquälen kann, hier was drauf zu machen. Das Wichtigste im Leben ist Tatsache die Gesundheit. Und das wird einem, glaube ich, erst bewusst, wenn die einem so ein bisschen abhanden kommt. Ich bin sehr froh, dass meine Krankheiten nicht, also dass ich keinen Krebs habe. Ich werde zwar nicht mehr gesund, weil ich mehrere Autoimmunerkrankungen habe, die nie wieder weggehen, aber ich habe keinen Krebs. Das finde ich schon mal auf jeden Fall eine echte Erleichterung, nicht zusätzlich auch noch Krebs zu haben. Und mehrere aus meiner Familie hatten und haben Krebs. Von daher weiß ich, wie kacke das ist. Und hoffe, dass ich es nicht kriegen werde. Und alle, die, die Krebs haben, denen wünsche ich ganz viel Kraft, gegen diese Scheißkrankheit zu kämpfen und zu gewinnen. Also, ja, wollte ich noch mal gesagt haben. So, jetzt habe ich hier mega viel Kleber. Und den lasse ich jetzt hier mal so ein bisschen unten noch mit rausgucken. Ich bin hier, habe meinen Monk bekämpft. Ah, die Waschmaschine macht Geräusche, weil wir eine Samsung haben. Die spielt dann immer ein schönes Lied und sagt mir, dass sie fertig ist. Will ich gleich die nächste Maschine reinmachen, weil ihr wisst ja, 3-Personen-Haushalt hat jetzt irgendwie seit Freitag konnten wir nicht waschen, also kann ich jetzt erstmal 4-5 Maschinenwäsche machen. So, viel besser, oder? Was sagt ihr? 25 Versuche und schon. Ja, aber die hier müssen wir noch mal, glaube ich, so ein bisschen hier. Inken und mit dem Innen muss ich mir auch noch was einfallen lassen, weil ich finde die Karte Innen echt hässlich. Oh Gott. Kind, ich mache ein Video, erschreck mich doch nicht. Ich kriege vor der Kamera einen Herzinfarkt. Ja, schön. Habt ihr gehört, dass er gelacht hat, ja, mein junger Padawan? Ja. Hat er gelacht, während ich hier... So, fertig ist. Also wie gesagt, ich finde, diese Karte innen sieht aus wie eine Rolle, wie Klopapierrolle, oder? Ja, muss ich mir noch was einfallen lassen. Da mache ich entweder einen Aufleger rein, den ich reinklebe, oder ich stempel da drin auch noch ein bisschen was rum. So sieht die jetzt aus. Einmal hier. Und hier kann man, wie gesagt, die Bronze noch gut untersehen. Dann hier auch mit Bronze. Und den missglückten Versuch. Vielleicht klebe ich den hier noch mit rein, wenn ich den innen bearbeitet habe. Jetzt bin ich durch. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Bleibt mir gesund. Tschüss.